Classic Rock Radio. Andi, vor ein paar Minuten ist dein Auftritt zu Ende gegangen. Wie war's denn? Also ich fand's großartig, die Leute waren toll. Es ist ein schöner Platz, auf dem wir gespielt haben. Das Festival ist toll. Und natürlich die Radio Salü-Bühne ganz besonders. Jetzt haben wir im Saarland das Thema Hauptsache gut guess. Ich bin tatsächlich jemand, der vor der Show nie isst. So, sonst würde ich mich wahrscheinlich erbrechen. Aber ich glaube, die anderen haben ganz gut gespeist und haben auch berichtet, dass es sehr gut war. Das heißt, du isst nichts vor deinem Auftritt? Das heißt, du bist noch ein bisschen aufgeregt, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und das wird sich auch nicht ablegen? Ich glaube, wenn man das irgendwann ablegt, dann lohnt sich der Job nicht mehr, weil das ist ja genau der Kick, den man haben will, wenn man auf die Bühne geht. Das ist ja auch das, was süchtig macht. So. Und ich habe gesehen, du bist mit Beth Hart unterwegs. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also wir haben tatsächlich schon alle 7 Shows absolviert mit ihr. So, das waren jetzt nur 7 angedacht. Wie kam es dazu? Mein lieber Manager, der Michael, hat ganz gute Kontakte und hat das für uns möglich gemacht. Da bin ich sehr dankbar. Und für uns war es ein voller Erfolg. So. Beth Hart ist eine tolle Persönlichkeit. Wir haben Zeit miteinander verbracht, haben geredet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jetzt der Main Act mit dem Support sich unbedingt abgibt. Kenne ich auch anders. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und gerne wieder. Ne? Jetzt hattest du deinen Auftritt im wunderschönen Saarland. Wirst du wieder hierher kommen? Wenn wir gefragt sind, wieder hierher zu kommen, dann machen wir das natürlich. Möchtest du noch was loswerden? Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und bedanke mich vor allem bei euch, beim Radio Salü-Team. Und das war eine tolle, tolle Show. Uns hat es riesen Spaß gemacht. Uns auch. Vielen Dank, Andreas Kümmert. Dankeschön. Classic Rock Radio.